Henna Gimpel, mein Name, Professor für Digitales Management an der Uni Hohenheim und Leiter des Studiengangs Digital Business Management. Von daher freue ich mich über Ihr Interesse. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und ich würde Ihnen gerne den Studiengang ein bisschen vorstellen. Aber fangen wir eben mit ein paar Einblicken an. Ja, das hat uns schon mal einen ersten Eindruck gegeben, um welche Themen es im Digital Business Management geht. Lassen wir uns im Weiteren weitermachen mit den vier Fragen hier, beziehungsweise mit meinen Antworten auf die vier Fragen. Warum sollte man denn Digital Business Management, kurz DBM abgekürzt hier, studieren? Wie sieht denn das Studium genau aus? Was kann man denn damit nach dem Studium machen? Und passt das Studium zu mir, zu Ihnen? Das sind die vier Fragen, auf die ich gerade eingehen möchte. Aber damit genug der Vorrede, lassen wir uns einsteigen. Digital Business Management. Was ist eine der Motivationen, dass wir diesen Studiengang ins Leben gerufen haben? Naja, viele Unternehmen machen Umfragen und stellen immer wieder fest, dass Digitalisierung und gerade Fach- und Führungskräfte, die sich mit Digitalisierung auskennen, eins der wesentlichen Themen sind, was der Wirtschaft im Moment fehlt. Hier haben wir mal eine Studie von Deloitte aus dem Jahr 2020. Die haben festgestellt, dass die meisten ihrer Studienteilnehmer, also die meisten der Unternehmen, die international befragt haben, angeben, dass ihre Organisationen dynamische, veränderungsorientierte Technologieführer brauchen, die dabei helfen, die technologiegetriebene Zukunft zu planen, komplexe Transformationen zu leiten und Hauptarchitekten und Architektinnen von Innovation und Veränderung für das Unternehmen sind. Und genau darum geht es. Genau solche Leute, wie die Wirtschaft da sagt, die sie braucht, wollen wir mit diesem Studiengang Digital Business Management ausbilden. Das war jetzt eine Unternehmensberatung mit einer Studie, die die über viele Unternehmen gemacht haben. Um nochmal auf eine andere Perspektive zu schauen, das Weltwirtschaftsforum macht jedes Jahr eine Studie dazu, was denn die Skills sind, die in Zukunft gebraucht werden. Was Sie jetzt auf dieser Folie sehen, sind die Top 10 Skills, die laut der Studie auch wieder international viele Großkonzerne, die sich beteiligt haben, im Jahr 2025 im Arbeitsmarkt wichtig sein werden. Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen vorspulen, 2025, da haben Sie dann ja Ihren Bachelorabschluss schon in der Tasche. Das passt sozusagen genau zu dem, was dann am Arbeitsmarkt gefragt sein wird, wenn Sie mit dem Studium fertig sind. Und wir haben diese Top 10 Skills hier mal in diese drei Gruppen eingeteilt. Das eine ist Problemlösungen, zum Beispiel im Kontext der Digitalisierung. Da geht es um analytisches Denken, um Innovation, um Lösen von komplexen Problemen, um kritisches Denken, um Kreativität, Originalität und Initiative. Und genau das sind Sachen, die Sie in einem Universitätsstudium mitbekommen. Ehrlich gesagt, nicht nur bei Digital Business Management, auch in anderen Universitätsstudiengängen. Aber die wir natürlich bei uns auch ganz hoch halten und wo wir in vielen der Veranstaltungen, die Sie haben, darauf achten, dass wir genau diese Sachen rund um analytisches Denken, komplexe Probleme lösen, Kreativität, Initiative und so weiter unterstützen, dass wir Sie darin fördern, dass Sie diese Skills entwickeln. Und dann sind daneben aber noch neben diesen ganz allgemeinen Sachen andere Sachen wichtig, wenn wir da dem Weltwirtschaftsforum glauben. Und ich für meinen Teil glaube denen da. Das ist dann das Thema Arbeiten mit Menschen, aber auch sich selbst als Mensch zu betrachten und von daher Arbeiten mit sich selbst, also das Selbstmanagement.
Da geht es um Führungsqualitäten. Da geht es darum, mit sozialem Einfluss andere beeinflussen, andere bewegen zu können. Da geht es um aktives Lernen und Lernstrategien, aber auch um Belastbarkeit, Stresstoleranz und Flexibilität. Und auch die Sachen lernen Sie in einem Digital Business Management Studium bei uns. Und wenn wir uns dann den Bereich unten anschauen, dann gehört zu diesen Top 10 Skills, die in Zukunft gefragt sein werden, auch Sachen rund um Technologieeinsatz und Technologieentwicklung. Und wenn wir da von Technologie reden, dann geht es in aller Regel um digitale Technologien und Medien, um Computer, um Informationstechnik, um Kommunikationstechnik. Und da sind es dann der Technologieeinsatz, die Technologieüberwachung, die Technologiesteuerung, aber auch die Technologiegestaltung und Technologieprogrammierung. Und auch diese Elemente bekommen Sie mit. Das ist sozusagen insbesondere dieses Digital in Digital Business Management, was wir Ihnen an der Stelle mitgeben wollen, worin wir Sie unterstützen wollen. Es geht nicht darum, dass Sie da Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler werden, aber so ein bisschen Gefühl für die Technologien, ein bisschen programmieren können, Verständnis dafür, was man mit diesen Technologien anfangen kann und dann eben Wirtschaft und Gesellschaft zu gestalten und einen sinnvollen Einsatz dieser Technologien hinzubekommen. Darum geht es und das ist die Komponente, die dann das Digital Business Management an der Stelle auch von den anderen Bachelorstudiengängen an der Universität Hohenheim abgrenzt und auch von vielen anderen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen an anderen Universitäten und Hochschulen. Von daher ein bisschen konkreter zum Studiengang. Was ist es? Digital Business Management ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Bachelorstudiengang mit einem Fokus auf das digitale Management von Unternehmen und Organisationen. Das heißt, Management von Unternehmen und Organisationen, das könnten Sie auch bei der Betriebswirtschaftslehre der BWL irgendwie allgemein sagen. Und für diejenigen, die im vorherigen Vortrag da waren und noch die Worte von Kollegen Schiller im Ohr haben, da gehört natürlich auch ein bisschen die Volkswirtschaftslehre dazu. Aber das Besondere an dem Studiengang ist jetzt hier eben das Digitale und dass wir auf dieses Zukunftsthema der Digitalisierung setzen und da einen ganz starken Schwerpunkt haben. Daneben haben Sie natürlich die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Ein oder zwei Semester lässt sich super in den Studienplan integrieren, haben wir genau darauf ausgelegt, dass das funktioniert. Und in Praktika Erfahrung zu sammeln. Die Möglichkeit haben Sie eh. Ich zeige Ihnen gleich noch, dass wir das relativ stark in das Studium integriert haben und dass es ein wirklich großer Teil sein kann, ein gewichtiger Teil, weil wir glauben, dass die Praxisnähe da unglaublich wichtig ist und dass man eben Praxis vor allen Dingen lernt, wenn man in der Praxis ist, das heißt während des Studiums ein Praktikum macht. Wir haben als Universität, als Fakultät, als Studiengang sehr gute Kontakte zur Wirtschaft und wir haben auch einen engen Austausch mit der Praxis. Das ist auch was, was uns ausmacht. Und Sie können mehr als 40% des Studiums, also grob gerechnet fast die Hälfte, individuell gestalten und darin individuell Ihr Profil rausarbeiten, so wie Sie möchten. Das heißt, wir haben erst einen Grundlagenbereich, in dem wir die gemeinsame Basis legen und in dem Sie verschiedene Bereiche kennenlernen. Und dann haben Sie aber einen sehr großen Teil, eben gut 40%, die Sie ganz individuell und flexibel für sich gestalten können, je nach Ihren Interessen, je nach Ihren Schwerpunkten, je nach Ihren Stärken. Wenn wir uns dann mal anschauen, was Digital Business Management ausmacht, dann vereint Digital Business Management das Beste aus den Wirtschaftswissenschaften und aus der Wirtschaftsinformatik. Die beiden kommen da zusammen und sind sozusagen in Digital Business Management gemischt. Wenn wir jetzt mal Digital Business Management mit den Wirtschaftswissenschaften vergleichen, dann sind Wirtschaftswissenschaften BWL und VWL. Und wenn Sie Wirtschaftswissenschaften studieren, dann haben Sie mehr Volkswirtschaftslehre, als Sie in Digital Business Management machen und Sie haben mehr Recht, als Sie in Digital Business Management machen. Wenn Sie zu uns zu Digital Business Management kommen, dann haben Sie im Vergleich zu den Wirtschaftswissenschaften mehr die Wirtschaftsinformatik drin, mehr Soziologie drin und die Volkswirtschaftslehre, die Sie im Studium haben, ist dann stärker auf die Digitalthemen, auf die Digitalisierung abgestimmt. Das war der Vergleich in die eine Richtung. Jetzt schauen wir uns den Vergleich in die andere Richtung an, den mit der Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik ganz allgemein dreht sich um Informations- und Kommunikationstechnologien der Wirtschaft. Wenn Sie Wirtschaftsinformatik studieren, da haben Sie im Vergleich zu Digital Business Management mehr Datenstrukturen, Algorithmen, Softwaretechnik, theoretische Informatik drin. Wenn Sie dagegen Digital Business Management studieren, dann haben Sie auch Aspekte der Wirtschaftsinformatik drin, aber dann sind Sie mehr in der angewandten Informatik, in betrieblichen Anwendungen, in Planung und Bewertung von IT und IT-Nutzung und auch mit einer stärkeren sozialwissenschaftlichen, soziologischen, aber auch volkswirtschaftlichen Komponente als die Wirtschaftsinformatik. Also Sie sehen, es hat Aspekte von diesen beiden Bereichen, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik, und versucht das aus unserer Sicht Wichtigste für das Digital Business Management aus diesen Studiengängen rauszunehmen und in einem Studiengang zu vereinen. Am unteren Teil der Folie sehen Sie die anderen Bachelorstudiengänge, die wir an der Fakultät anbieten. Sustainability und Change ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Studiengang mit einem besonderen Fokus auf nachhaltige Gestaltung von Produkten und Prozessen. Das kommt bei uns in Digital Business Management auch ein bisschen vor, aber der Fokus liegt halt bei uns auf dem Digitalen, der liegt bei Sustainability und Change stärker auf der Nachhaltigkeit. Dann haben Sie die Wirtschaftspädagogik, das heißt, das ist Wirtschaftswissenschaften mit dann einem starken Fokus auf Unterrichten oder auch auf Personalabteilungen.
oder die Kommunikationswissenschaften mit ihrem Fokus auf Kommunikation in Massen und sozialen Medien. Und so ist das ein Portfolio von verschiedenen Studiengängen, die wir an der Fakultät anbieten, die jeder ihre eigenen Schwerpunkte haben. Und hier in dem Vortrag geht es mir natürlich um Digital Business Management. Was bietet eine Universität im Vergleich zu anderen Bildungseinrichtungen wie beispielsweise auch einer Hochschule, einer Fachhochschule? Ja, das eine ist, wir sind up to date, wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir kreieren neues Wissen und dieses Wissen bringen wir natürlich in der Einheit von Forschung und Lehre, wie schon Humboldt sie proklamiert hat, direkt in die Lehre ein. Von daher ist das up to date der neueste Stand der internationalen Wissenschaft, was sie lernen, nicht altes Wissen, lange tradiertes Wissen. Wir gestalten die Zukunft. Bei uns lernen Sie aktuelle Entwicklungen in Unternehmen und der Gesellschaft zu verstehen und wie Sie dann Veränderungen bewirken können. Und dabei ist dann wieder die Forschung ganz zentral, denn gerade in einer Welt wie heute, die so schnelllebig ist, wo Wissen eine so kurze Halbwertszeit hat und wo es so stark darauf ankommt, dass man das richtige Handwerkszeug hat, um weiterzulernen und selbst neues Wissen zu kreieren, ist es gut, wenn man eine wissenschaftsnahe, eine wissenschaftsfundierte Ausbildung hat und das ist dann eben ein Universitätsstudium. Und wir lassen Ihnen große Freiheiten. Bei uns haben Sie die Wahlmöglichkeiten innerhalb des Studiums und Sie lernen Ihre Interessen kennen und können dann Ihre Interessen vertiefen. Hatte ich eben gesagt, macht gerade in diesem Studiengang einen sehr großen Teil aus, wo Sie die Freiheit haben, Ihr individuelles Profil zu bilden. Nachdem das gerade Universitätsstudium allgemein war, noch kurz Sätze zu Hohenheim. Warum an der Uni Hohenheim studieren? Naja, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Uni Hohenheim ist eine der größten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, die wir in Deutschland haben. Wir haben ein sehr großes Renommee. Wir haben eine gute Tradition darin, sehr gute Absolventinnen und Absolventen auszubilden. Und das hilft ihnen für ihre späteren Karrierewege, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Wissenschaft. Aber durch dieses Sonderthema Digitalisierung heben sie sich auch von der Menge der Wirtschaftswissenschaftler, sei es bei uns an der Universität, sei es insgesamt im Arbeitsmarkt, ab, weil sie mit dem Schwerpunkt auf Digitalisierung, auf Digital Business, Digital Management eben eine besondere Schwerpunktsetzung haben, die aber in Zukunft unglaublich gefragt ist, die auch heute schon unglaublich gefragt ist. Die Uni Hohenheim ist die älteste Uni Stuttgarts, hat viele enge Kontakte zu Unternehmen und Organisationen und uns ist die praxisnahe Ausbildung auf universitärem Level sehr wichtig. Wir haben einen sehr schönen Campus. Wenn Sie noch nicht da waren, kommen Sie mal vorbei, schauen Sie sich mal das Schloss, schauen Sie sich mal die umgebenden Parks an. Und das gibt Ihnen insbesondere neben der einfach angenehmen optischen Inspiration vor allen Dingen auch viel Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, zu den Dozentinnen und Dozenten und da wirklich alles an einem Campus beisammen zu haben, statt irgendwie weit verteilt zu studieren, ist ein Riesenvorteil, um eben auch das Studierendenleben zu genießen und viel aus dem Studium mitzunehmen. Und schließlich haben wir ein großes Weiterbildungsangebot, ein großes Sprachangebot. Und natürlich ist das Ganze auch praxisorientiert. Also Sie lernen in unseren Vorlesungen, Seminaren, Fallstudien und so weiter zwar theoretische Konzepte, Konstrukte und Methoden, aber immer mit einer ganz klaren Praxisorientierung und mit viel Bezug zur Praxis. Wir liegen im Stuttgarter Süden, wir liegen in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas und das gibt Ihnen wahnsinnig viele Möglichkeiten für Praktika, aber auch für Nebenjobs, für Werkstudierendenjobs und auch Berufsoptionen nach dem Studium. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich dann auch woanders hinziehen, aber Sie können auch in der Region bleiben, weil es eben eine so unglaublich wirtschaftsstarke Region ist, wo es viele Chancen gibt. Wir bieten Ihnen in unseren Lehrveranstaltungen Einblicke in die Praxis ein, zum Beispiel indem wir die Praktiker zu uns einladen und uns anhören, wie die aus ihrem Berufsleben erzählen, was da wichtig ist, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Wir helfen Ihnen dabei, Praktika zu absolvieren und wir zeigen Ihnen, wie Startups funktionieren und wie Sie vorgehen können, worauf Sie achten müssen, welche Erfahrungen Sie brauchen, wenn Sie selbst ein Startup gründen wollen, wenn Sie selbst Unternehmerin oder Unternehmer werden wollen. Da haben wir zum Beispiel vor kurzem auch unser Innovation Greenhouse gegründet, was dann eine Keimzelle ist, aus der die Startups aus der Uni Hohenheim heraus entstehen. Wir bieten Ihnen im Studium bei uns die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen. Bei uns können Sie neue Sprachen lernen, Englisch, je nachdem, ob es eine neue Sprache ist oder eine bekannte, können Sie Ihre Kenntnisse vertiefen. Sie können Chinesisch lernen, Schwedisch, Italienisch, viele andere Sachen. Wir haben unglaublich viele zusätzliche Weiterbildungsangebote, die ich jetzt nicht einzeln durchgehe. Und Sie können aber auch zum Beispiel über die Startup-Garage oder das Career Center Kontakte knüpfen. Gerade auch Kontakte mit Praktikern, denn die allermeisten zieht es nach dem Studium dann ja in die Praxis, in die Industrie. Und das Career Center unterstützt Sie dabei, dass Sie einen leichten Berufseinstieg haben. Das gibt Ihnen Einblick in verschiedene Berufsfelder. Es hilft Ihnen, Ihre Bewerbungsunterlagen zu optimieren, sodass die bei Personalerinnen und Personalern gut ankommen.
Das Career Center organisiert Firmenkontaktmessen und Unternehmenspräsentationen, bietet Schlüsselqualifikationsseminare, hat eine Stellendatenbank für einen Berufseinstieg, für Praktika, für Nebenjobs und so weiter. Von daher unterstützen wir Sie da, Sie merken es gerade, in ganz vielfältigen Formen, dass Sie nah an der Praxis sind und dass Sie gut ausgebildet sind, um in der Praxis später eine tolle Karriere zu machen. Von daher zu der ersten Frage, auf die ich mit Ihnen eingehen wollte, zusammenfassend: Warum sollte man Digital Business Management an der Universität Hohenheim studieren? Ja, zunächst ist Digitalisierung eins der Mega-Zukunftsthemen. Das ist wahnsinnig wichtig für unser Leben und unsere Gesellschaft. Und wenn Sie die mitgestalten wollen, dann macht es einfach Sinn, sich mit Digitalisierung auszukennen und da gut zu sein. Und zum anderen haben Sie ausgezeichnete Berufsaussichten. Und das ist ja auch was, dass man die Sicherheit hat, dass man da nicht nur irgendeinen Job findet, sondern auch einen richtig tollen Job findet, in dem man richtig viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, Karriere machen kann, auch ein bisschen Geld verdient. Der Studiengang ist so, wie wir ihn hier gerade geschaffen haben. Und wir bieten den ja ab Wintersemester erstmalig an. Der ist absolut einmalig in der Kombination, wie wir ihn da zusammengestellt haben. Und das liegt nicht daran, dass er einfach nur anders ist als andere, sondern es liegt daran, dass er genau auf die Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen ausgerichtet ist, die uns die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen, die sie in Zukunft von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wollen. Von daher haben wir dann ein neues, einzigartiges Angebot geschaffen, was genau auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts abzielt. Sie können mehr als 40% Ihrer Studieninhalte nach Ihren Interessen und Zukunftsplänen wählen. Sie können Praktika und Auslandssemester sehr gut ins Studium integrieren. Wir, die Dozentinnen und Dozenten des Studiengangs, sind Experte im Bereich der Digitalisierung und des Managements. Wir haben einen uniweiten Schwerpunkt auf digitale Transformation. Ich sagte es eben schon, wir sind eine der größten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten Deutschlands. Aber Sie haben trotzdem in diesem Setting eine relativ überschaubare Jahrgangsgröße. Wir haben 100 Plätze, 100 Studienplätze. Von daher haben Sie eine überschaubare Jahrgangsgröße, wo Sie auch nach dem ersten Semester, wenn Sie links und rechts schauen, die Kommilitoninnen und Kommilitonen kennen, wo es auch einen Jahrgangszusammenhalt gibt und von daher Orientierung, Halt und Gemeinschaft gibt an der Stelle. Und wo Sie auch guten Zugang zu den Dozentinnen und Dozenten haben, weil es eben dann doch eine relativ überschaubare Größe des Studiengangs ist. Und schlussendlich, wir sind am Wirtschaftsstandort Stuttgart, auch das hatte ich betont. Lassen Sie uns weitergehen. Nächste Frage. Wie sieht das Studium denn jetzt genau aus? Was machen wir denn da genau? Naja, fangen wir mit dieser Seite hier an. Das Erste ist, es geht offensichtlich um ein Bachelor of Science Studium. Das ist dann der Abschluss, der hinterher auf Ihrem Zeugnis steht, wenn Sie es erfolgreich absolviert haben. Die Studiengangssprache ist Deutsch. Wir müssen also von daher ordentlich Deutsch sprechen, damit Sie den Grundlagenveranstaltungen folgen können. Im Profilbereich können Sie sich dann auswählen, ob Sie einige Veranstaltungen auch auf Englisch belegen wollen oder ob Sie auf Deutsch weiter studieren. Die Regelstudienzeit ist 6 Semester. Sie können auch ein bisschen schneller sein, Sie können auch ein bisschen langsamer sein. Der Standort ist Stuttgart-Hohenheim. Wir haben, hatte ich eben schon gesagt, 100 Studienplätze zu vergeben, ist also zulassungsbeschränkt. Bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen, Hochschulzugangsberechtigung, Studienorientierungstest und dann freuen wir uns, Sie ab Oktober bei uns an der Uni Hohenheim begrüßen zu dürfen. Dieser Studiengang ist natürlich ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss. Das heißt, der qualifiziert Sie dazu, danach, wenn Sie möchten, in die Praxis einzusteigen, in die Industrie einzusteigen. Er ist aber auch Qualifikationsnachweis für ein anschließendes Masterstudium, wenn Sie das wählen. Aber zur Frage, was macht man denn nach dem Studium, komme ich gleich noch ein bisschen genauer. In dem Studiengang haben wir 5 wesentliche Bereiche, die wir da kombinieren. Das ist das, was Sie auf der rechten Seite der Folie mit den 5 Kästen visualisiert sehen. Da haben wir zum einen die Wirtschaftswissenschaften, zusammengesetzt aus Betriebswirtschaftslehre, BWL, Volkswirtschaftslehre, VWL. Wir haben die Sozialwissenschaften, die Soziologie. Wir haben die Methoden, dahinter verstecken sich die quantitativen Methoden, dahinter versteckt sich ein bisschen Mathematik und Statistik. Wir haben die Wirtschaftsinformatik, die gerade die technischen Systeme im wirtschaftlichen Kontext in den Vordergrund setzt. Und wir haben den Bereich Digital Business Management, der bewusst so heißt wie der ganze Studiengang, weil wir diese anderen 4 Bereiche ja nicht nur losgelöst nebeneinander präsentieren, sodass Sie die dann in Ihrem Kopf integrieren, sondern dass wir eben in diesem Bereich Digital Business Management auch ganz bewusst die Querbezüge zwischen den einzelnen Bereichen herstellen, die miteinander verbinden. Lassen Sie mich ein paar ausgewählte Sachen hier schon mal ansprechen, bevor wir uns gleich die einzelnen Vorlesungsnamen anschauen, was man in den einzelnen Bereichen macht. In der Betriebswirtschaftslehre, der BWL zum Beispiel, haben Sie natürlich klassische Vorlesungen in den Bereichen Marketing oder Finanzen. Da haben Sie aber auch solche Sachen wie unternehmerisches Denken. Das heißt, es geht uns dann darum, dass wir Ihnen die Fähigkeiten vermitteln, Probleme zu identifizieren und dann auch verantwortliche, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, um diese Probleme zu adressieren, um die Welt besser zu machen und dabei aber auch Geld zu verdienen. Und das sind so typische Fragestellungen, die wir uns in der betriebswirtschaftlichen Vorlesung anschauen. Wenn wir dann in die Volkswirtschaft mal schauen, was ist jetzt ein spezifisches Volkswirtschaftsthema, wenn wir von Digitalisierung reden?
Ja, schauen Sie sich zum Beispiel die großen, im Wesentlichen im Silicon Valley beheimateten Konzerne an. Facebook, Google oder nehmen wir Amazon, sitzen nicht im Silicon Valley, aber auch aus den USA, die sich in den letzten Jahren eine unglaublich starke Marktposition erarbeitet haben. Und das ist einerseits toll, die haben wahnsinnige Innovationen vorangebracht, die haben unsere Gesellschaft weitergebracht und die stellen tolle Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung. Aber andererseits hat das auch Schattenseiten. Diese fast schon monopolartigen Strukturen, die man an der Stelle sieht, die machen vielen Sorgen vor Wettbewerbsverzerrung oder wenn Sie auch daran denken, was in den sozialen Medien los ist mit Hass, Hetze, politischer Polarisierung und so weiter, dann kann man das ja auch nicht unreguliert einfach laufen lassen. Und dann kommt natürlich genau der Staat rein und muss überlegen, wo setzen wir Grenzen, wie beschränken wir das so, dass es nicht nur betriebswirtschaftlich gesehen sinnvoll ist, sondern dass es auch gesellschaftlich gesehen sinnvoll ist. Und das ist ein klassisches Wechselspiel zwischen Staat und staatlicher und überstaatlicher Regulierung auf der einen Seite und marktwirtschaftlichen Fragestellungen und Dynamiken auf der anderen Seite. Und genau dieses Zusammenspiel ist was, was man sich beispielsweise in den volkswirtschaftlichen Themenbereichen des Studiengangs anschaut. Wenn wir mal in die Soziologie, die Sozialwissenschaften springen, dann geht es da zum Beispiel, haben wir eine Vorlesung im Programm Leadership in Practice, also Führung in der Praxis. Da geht es dann zum Beispiel um Führungsansätze, um Veränderung zu begleiten. Denn die digitale Transformation, das ist eine massive Veränderung unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Und das geht nicht einfach spurlos in den Unternehmen vorbei, sondern die bringen natürlich neue Produkte, Dienstleistungen, Prozesse an den Markt. Und da muss man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig führen, dass die einerseits in der Lage sind, diese Veränderung mitzumachen, aber dann auch willens sind, diese Veränderung mitzumachen. Und wie man solche Veränderungsprozesse führt, das ist zum Beispiel was, was wir in dem sozialwissenschaftlichen Teil betrachten. Wenn wir uns dann die Methoden anschauen, das sind eben Grundlagen in Mathematik und Statistik, gerade der Umgang mit Daten, Datenanalyse in Zeiten der Digitalisierung, wo wir mehr Daten haben denn je und es wächst ja immer weiter und weiter, so wichtig wie noch nie. Und da haben manche so ein bisschen Sorge vor, wenn sie hören, na, da muss ich Mathe- und Statistikvorlesungen besuchen. Die sollten sie nicht haben. Also, wir bieten Ihnen da natürlich die Vorlesung an, die Sie am Abiturstoff abholen und darauf aufbauen und dann weitergehen. Wenn das Abitur vielleicht schon ein bisschen länger zurückliegt oder Sie sich da nicht so sicher fühlen, dann haben wir zum Beispiel einen Mathe-Vorkurs, den Sie besuchen können oder so weiter. Also davon sollten Sie sich nicht abschrecken lassen. Aber ja, das gehört zum Handwerkszeug von Managern in der heutigen Arbeitswelt, in der zukünftigen Arbeitswelt, dass sie auch mit formalen Sachen und dass sie auch mit Daten gut umgehen können, dass sie dafür ein Gespür haben. Und das vermitteln wir ihnen eben in diesem Methodenbereich. Wenn wir dann in die Wirtschaftsinformatik reinschauen, da haben wir zum Beispiel sowas wie Applied AI, also angewandte künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz haben Sie bestimmt schon oft von gehört. Einer der riesen Technologietrends, der unsere aktuelle Zeit treibt und der die nächsten Jahrzehnte bestimmen wird. Und da lernen Sie dann zwar ein bisschen die Technik dahinter kennen, aber vor allen Dingen auch die Einsatzszenarien und dann die Überlegung, wie muss ich denn den Einsatz von solchen angewandten KI-Systemen irgendwie planen, steuern, aber auch betriebswirtschaftlich sinnvoll managen und damit Geld verdienen. Also das ist eine schöne Mischung aus einerseits technischen Fragestellungen, andererseits betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Da haben wir aber auch so eine Veranstaltung wie Smart Sustainability drin, wo wir dann eben die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen. Denn Nachhaltigkeit ist ja einer der anderen großen Megatrends unserer Zeit, den wir auch immer in den Sachen mitdenken und überlegen, wie können wir den durch Digitalisierung unterstützen. Und Digital Business Management mache ich an der Stelle jetzt ein bisschen kürzer. Das ist, wie gesagt, integriert in einzelnen Veranstaltungen ganz viele dieser verschiedenen Aspekte, die ich gerade mal so beispielhaft rausgegriffen habe. Das sollte Ihnen jetzt ein bisschen Eindruck geben für die Themen, die so ungefähr rankommen in den einzelnen Bereichen. Jetzt lassen Sie uns noch ein bisschen genauer anschauen, wie der Studienaufbau ist. Was Sie hier sehen, ist erstmal, wenn Sie sich da oben anschauen, es gibt einen Grundlagenbereich und es gibt einen Profilbereich. Der Grundlagenbereich 57% des Studiums, der Profilbereich 43%. Wenn ich eben gesagt habe, mehr als 40%, die Sie frei wählen können, dann meine ich genau diesen Profilbereich mit den 43%. Und dann haben Sie jeweils 5 Zeilen, die sind links mit 6 CP bezeichnet. Das heißt, jede der Zeilen ist im Sinne von den Punkten, die Sie bekommen, den Credit Points, gleich viel wert. Und dann sehen Sie unten die 6 Semester Regelstudienzeit aufgetragen. Und die Farben, Sie sehen unten die Farblegende, das entspricht genau den Farben, die wir auf der vorherigen Seite hatten. Erstmal legen wir unten die Basis mit den Wirtschaftswissenschaften. Die untere Zeile, die 4 Veranstaltungen, Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, Produktion und interne Unternehmensrechnung und so weiter. Das sind die betriebswirtschaftlichen Vorlesungen und dann haben wir darüber die beiden volkswirtschaftlichen Grundvorlesungen im Grundlagenbereich.
Und diese wirtschaftswissenschaftliche Basis flankieren wir mit sozialwissenschaftlichen Veranstaltungen im ersten und vierten Semester, Organisation und Führung in Change-Prozessen und Arbeit und Organisation in der digitalen Transformation. Darauf setzen wir dann die Methodenveranstaltungen, die Wirtschaftsmathematik und dann zwei Datenanalyse-Statistikveranstaltungen. Darauf setzen wir die Wirtschaftsinformatik mit betrieblichem Informationsmanagement, den eben schon erwähnten Applied Artificial Intelligence und dann Programmierung. Und obendrauf zum Abrunden setzen wir diese integrativen Veranstaltungen zu Digital Business Management mit einer Einführung, dann einer Veranstaltung, die Digital Work, Digital Life heißt, die sich also sowohl die Digitalisierung des Arbeitslebens, aber auch unseres ganzen Lebens, was ja nicht nur auf die Arbeit beschränkt ist, anschaut. Und dann mit dem Seminar Ihnen nochmal viel praxisnäher und viel in Eigeninitiative diese Inhalte vermittelt und hilft, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Und das ist der Grundlagenbereich. Und dann kommt der Profilbereich, da habe ich jetzt nicht die einzelnen Veranstaltungen reingeschrieben, sondern da haben Sie ganz viele Wahlmodule. Konkret können Sie da 8 verschiedene Veranstaltungen wählen. Wir sehen gleich nochmal den Katalog, aus dem Sie das wählen können. Und dann im sechsten Semester steht standardmäßig noch 2 Sachen an, das Praktikum und die Bachelorarbeit. In manchen Studiengängen macht man das Praktikum einfach mal irgendwann in den Semesterferien, wenn man zwischendurch Zeit hat, oder nimmt sich sogar ein Urlaubssemester dafür. Oder man kann es vielleicht noch mit 6 Credit Points anerkennen lassen oder so. Bei uns, und das ist schon was ganz Besonderes von diesem Studiengang, ist das Praktikum 18 Credit Points wert. Das heißt, das Praktikum ist so viel wert wie 3 Vorlesungen. Das ist mehr als ein halbes Jahr, was wir Ihnen da fürs Studium anerkennen, wenn Sie ein sinnvolles, fachgebundenes Praktikum über 3 Monate oder mehr machen. Und warum erkennen wir das so groß an? Weil wir glauben, dass es so unglaublich wichtig ist, dass Sie so ein Praktikum machen und weil wir die viele Arbeit, aber auch die viele Lernerfahrung, die Sie damit machen, ordentlich honorieren wollen und das deswegen als wesentliches Element hier integriert haben. Und das andere, was Sie dann machen, ist die Bachelorarbeit als quasi krönender Abschluss Ihres Bachelorstudiums. Wenn wir im Grundlagenbereich das nochmal sehen, sind das diese verschiedenen Veranstaltungen, die da drin sind, die habe ich gerade genannt. Im Profilbereich die Veranstaltungen habe ich Ihnen noch nicht genannt. Die sehen Sie jetzt auf dieser Seite mal im Überblick. Die werde ich nicht alle einzeln durchgehen. Die sind aufgeteilt nach Wintersemester und Sommersemester. Innovation und Transformation, Entrepreneurial Thinking, das unternehmerische Denken, da hatte ich eben schon ein bisschen drüber geredet und so weiter. Und wenn Sie sich jetzt nochmal überlegen, wann dieser Profilbereich eben zutrifft, dann ist das gerade im vierten und fünften Semester. Und da haben Sie praktisch keine Veranstaltung aus dem Grundlagenbereich mehr. Das ist auch der Bereich, wo es sich unglaublich gut anbietet, ins Ausland zu gehen und dann auch durchaus im Ausland entweder diese Themen hier oder ganz andere Themen, die Sie dann ins Studium einbringen, zu integrieren. Praktikum hatte ich eben schon erwähnt, ist ein großer Teil, um Praxiserfahrung zu sammeln. Da helfen wir Ihnen mit Kontakten, die wir zur Wirtschaft haben. Da helfen wir Ihnen über Gastvorträge, dass Sie Einblicke in verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen, verschiedene Funktionen in den Unternehmen bekommen, damit Sie eine bessere Orientierung haben, in welchem Bereich Sie denn vielleicht ein Praktikum machen wollen. Da unterstützen wir Sie auch, wir vom Studiengang des Career Center, bei der Bewerbung, damit Sie da gute Praktikumsplätze bekommen. Alternativ, falls jemand überhaupt kein Praktikum machen möchte, kann er auch 3 weitere Module belegen, 3 weitere Vorlesungen oder Seminare belegen. Wenn jemand zum Beispiel jetzt zwischen Schule und Studium schon eine Ausbildung gemacht hat, dann könnte man überlegen, ob er das Praktikum wirklich noch braucht. In aller Regel würde ich es trotzdem empfehlen, aber im Einzelfall, wenn Sie sagen, für mich macht das keinen Sinn, ein Praktikum zu machen, dann können Sie auch stattdessen weitere Module an der Universität belegen. Ausland hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir glauben, dass ein Auslandsstudium unglaublich bereichernd ist. Wir unterstützen Sie deswegen gerne, wenn Sie während des Studiums ins Ausland möchten. Wir haben mehr als 60 Partneruniversitäten in Europa und weltweit. Ich werde Ihnen natürlich bei der Menge nicht alle aufzählen, aber wenn wir mal über ein paar Länder nachdenken, Frankreich, Spanien, Italien, Norwegen, Schweden oder so, das sind ein paar der Länder in Europa, in denen wir Partneruniversitäten haben. Aber auch wenn es nach Amerika geht, in den USA, in Mexiko oder Brasilien oder wenn es nach Asien geht, in China, Japan oder dann in Neuseeland, da haben wir überall Partneruniversitäten, wo Sie dann vergleichsweise leicht hingehen können und wo die Anerkennung dann auch sehr gut funktioniert. Und wenn Sie im Ausland studieren wollen und wenn Sie überlegen, was von dem, was ich da studiert habe, was ich da an Prüfungen abgelegt habe, kann ich in Hohenheim einbringen, dann kann man das auch vorab anerkennen lassen, sodass Sie dann schon im Vorhinein wissen, dass das, was Sie im Ausland die Zeit verbringen, Ihnen auch für die Studienleistungen hilft, dass Sie damit Ihr Studium dann auch voranbringen. Aber unabhängig davon ist ein Auslandsstudium auch einfach eine wahnsinnig bereichernde Sache. Und wer sich fragt, wie soll das denn finanziell gehen, das ist doch teuer. Ja, dafür gibt es natürlich auch Unterstützungsangebote, Stipendien und so weiter, wo wir Sie gern dabei unterstützen, wenn Sie sich darauf bewerben, damit Sie das einrichten können. Studium ist mehr als die Inhalte. Was erwartet Sie sonst noch bei uns an der Universität, bei uns auf dem Campus?
vielfältige Sportangebote, vielfältige studentische Organisationen, wo ich Ihnen auch raten würde, sich die anzuschauen und sich in denen zu engagieren. Ein tolles Campusleben, zum Beispiel mit dem TMS, dem Thomas-Müntzer-Scheuer, also einer alten Scheune für Kulturveranstaltungen, Studentenpartys oder wo man auch einen günstigen Kaffee kriegt. Eine tolle Mensa, Cafeteria, eine Cafete, Café, Wohnheime oder WGs oder auch Wohnungen in Universitätsnähe, wo wir sie dann bei der Suche unterstützen. Oder auch ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, dass Sie nachhaltig von A nach B kommen. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, gehen Sie auf unihohenheim.de/campusleben. Da erfahren Sie viel mehr. Oder treten Sie in Kontakt mit uns, dann erzählen wir Ihnen natürlich noch viel mehr darüber. Denn neben den Vorlesungen, neben den Seminaren, neben den Fallstudien, neben den Praktika gehört eben auch das Studierendenleben und der Kontakt zu den Kommilitoninnen und Kommilitonen ganz klar zum Studium. Und das ist auch was, was uns als Campus-Universität an der Stelle auszeichnet. Was macht man denn nach dem Studium, wenn man das jetzt alles gemacht hat? Naja, da gibt es im Wesentlichen zwei Wege, die Sie einschlagen können. Entweder Sie setzen noch ein Masterstudium drauf oder Sie machen direkt Einstieg in die Praxis. Und natürlich kommt dann meistens nach dem Masterstudium der Einstieg in die Praxis, für manche auch irgendwie die Promotion und eine weitere akademische Karriere. Und auch wenn Sie nach dem Bachelor in die Praxis eingestiegen sind, können Sie später nochmal ein Masterstudium machen. Also von daher können die Wege da vielfältig sein und sich verschränken, aber Masterstudium und Direkteinstieg in die Praxis sind so die beiden gängigsten Wege. Ein Masterstudium, da haben Sie natürlich von uns eine breite Ausbildung und ein Zeugnis, was Ihnen bescheinigt, was Sie gemacht haben. Und hoffentlich, wenn Sie sich engagiert haben, auch ein Zeugnis mit sehr guten Noten, was Ihnen dann vielfältige Türen für Masterstudien an verschiedenen Universitäten aufmacht. Aber wenn Sie in Hohenheim bleiben wollen, dann haben wir insbesondere auch zwei sehr passende Angebote, die genau auf die Inhalte von dem Digital Business Management Bachelor aufsetzen. Das ist einerseits unser Master in Management, in dem Sie dann auch wieder Digitalisierung vertiefen können. Und das ist andererseits International Business and Economics, englischsprachig. Und Sie merken es an dem Business and Economics, sowohl die Betriebswirtschaftslehre als auch die Volkswirtschaftslehre an der Stelle gleichmäßig betont. Das sind zwei Masterprogramme, die wir bei uns an der Fakultät anbieten, die nahtlos anschließen an den Digital Business Management Bachelor. Von daher, wenn Sie weiter studieren wollen, können Sie das gerne bei uns machen. Können aber natürlich, wenn es Ihre Schwerpunktsetzung irgendwie sich anbietet oder es andere Gründe gibt, auch überlegen, ob Sie an andere Universitäten wechseln möchten. Wenn Sie in die Praxis gehen möchten, na, dann gibt es da vielfältige Einstiegsmöglichkeiten, was Sie machen können. Grundsätzlich qualifiziert Sie so ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, jetzt gerade auch noch mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, den wir hier haben, für Einstiegspositionen in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft in nahezu allen Unternehmen. Also zwischen Branchen oder zwischen Unternehmensgrößen oder sowas können wir an der Stelle gar keine Unterscheidung treffen, weil das ganz generalistisch in jeder Branche und jeder Unternehmensgröße gefragt ist. Wenn wir innerhalb der Unternehmen schauen, dann sehen wir sie vor allen Dingen in folgenden Bereichen und Funktionen. Das soll jetzt keine abschließende Liste sein. Also bestimmt werden einige von Ihnen später mal andere Jobtitel haben, die Sie irgendwie in den sozialen Medien oder auf Ihrer Webseite oder auf Ihrer Visitenkarte oder so angeben. Aber so ganz typische Sachen, die wir sehen, wären sowas wie Business Development oder Change Managerin oder Customer Experience Manager, Customer Success Specialist. Ich lese es Ihnen nicht alles weiter vor, aber sowas wie digitale Transformationsmanagerin oder Manager oder im digitalen Marketing, Innovationsmanager, Prozessmanager, aber auch Unternehmensberaterin, Unternehmensberater oder Sie gründen Ihr eigenes Unternehmen. Das sind so die vielfältigen verschiedenen Varianten. Alle möglichen Bereiche, in denen Sie wirtschaftswissenschaftlichen Fachverstand brauchen, in denen Sie irgendwie mit Menschen arbeiten und Themen und Menschen, Teams, Abteilungen, Organisationen und Veränderungsprozesse führen, in denen Sie gestalterisch aktiv sind und das Unternehmen die Welt voranbringen und in denen Sie eine gesunde Kompetenz im Bereich der digitalen Technologien und Medien brauchen, um die Innovations- und Veränderungsprozesse sinnvoll gestalten und sinnvoll begleiten zu können. Und das sind hier, wie gesagt, ein paar der beispielhaften Berufsbilder, die wir da sehen. Kommen wir damit zum letzten der Kapitel, das ich Ihnen zeigen möchte. Passt das Studium zu mir, beziehungsweise dass die Inhalte, dass die Themen zu mir passen, weiß ich. Würde ich nochmal studieren, würde ich mich sofort immatrikulieren. Aber nein, werde ich nicht tun. Wir werden keine Kommilitonen, sondern ich hoffe, Sie anderweitig im Hörsaal zu sehen, wenn wir gemeinsam in Vorlesungen über all diese Themen diskutieren. Von daher ist eher die Frage, passt das Studium zu Ihnen? Naja, was sollten Sie mitbringen? Sie sollten Interesse an neuen digitalen Technologien und deren Einsatzmöglichkeiten mitbringen. Sie sollten ordentliche englische Sprachkenntnisse mitbringen. Für Studium allein brauchen Sie die nicht unbedingt. Sie kommen auch allein mit Deutsch durch. Aber Englisch ist eine wahnsinnig wichtige Sprache in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft. Und wenn Sie nicht jetzt schon mit guten Englischkenntnissen kommen, dann sollten Sie sehen, dass Sie die während des Studiums, und ich habe Ihnen eben gesagt, da bieten wir Ihnen ja Sprachkurse an, zumindest aufbauen, weiter vertiefen.
Sie sollten gute mathematische Kenntnisse haben. Da steht bewusst nicht sehr gute oder gar exzellente mathematische Kenntnisse oder so. Aber wenn Sie jetzt in Mathe irgendwie immer gerade mit 4 gewinnt durchkommen in der Schule, dann wird es schon irgendwie ein bisschen anspruchsvoll. Wenn Sie sich davon nicht abschrecken lassen und ordentlich unterwegs sind, gute Kenntnisse haben oder natürlich auch gerne sehr gute, aber das ist nicht unbedingt erforderlich, dann ist das schon vollkommen ausreichend. Und wenn Sie sich da ein bisschen Sorgen machen, dann kommen Sie gerne auf uns zu, reden Sie gerne mit uns drüber, ob ein Vorkurs, ein Mathe-Vorkurs, den wir dann kostenlos anbieten, vielleicht das Richtige ist, um Sachen nochmal aufzufrischen, nochmal ein bisschen zu vertiefen, damit Sie einen guten Start ins Studium reinhaben. Sie sollten Interesse an Fragestellungen von ökonomischen, sozialen und digitalen Entwicklungen mitbringen. Also Interesse, Neugierde, Gestaltungswille, das ist schon irgendwie was Wichtiges, dass Sie das mitbringen für jedes Universitätsstudium und auch hier. Und hier ist es eben insbesondere dieses Zusammenspiel zwischen den ökonomischen, wirtschaftlichen Fragestellungen, den sozialen Fragestellungen und eben dem Digitalen, was hier unseren Studiengang so besonders macht. Sie sollten Selbstdisziplin und Selbstständigkeit mitbringen. Also ein Studium ist schon ganz anders als die Schule oder auch ein Universitätsstudium ist anders als ein Hochschulstudium. Das ist was, wo Sie sehr selbstständig sein können, aber umgekehrt auch müssen. Also da steht niemand hinter Ihnen und schaut Ihnen über die Schulter und sagt Ihnen, was Sie wann wie machen sollen. Wir geben Ihnen natürlich viele Hilfestellungen, wir geben Ihnen viele Tipps, was Sie machen sollten. Wir machen Ihnen viele Angebote. Aber ob Sie die Tipps und Angebote annehmen und was Sie daraus machen, das ist dann Ihres. Und das ist einerseits unglaublich befreiend und das sorgt dafür, dass Sie selbstständig sein können, selbstständig das machen können, worauf Sie Lust haben und worin Sie gut sind und wo Sie sich weiterbilden möchten. Erfordert dann aber auch die Selbstdisziplin, dass Sie sich am Riemen reißen und dass Sie dranbleiben und Ihr eigenes Studium dann auch zu einem Erfolg für sich machen. Und ich hatte es eben schon angesprochen, den Willen, die Zukunft zu gestalten. Also wer nur irgendwie die Vergangenheit verstehen will, ist wahrscheinlich bei uns falsch aufgehoben, sondern wer irgendwie Interesse daran hat, die Vergangenheit und die Gegenwart zu verstehen und dann die Zukunft zu gestalten, um was daraus zu machen, um Führungspositionen einzunehmen, Fachführungspositionen, Personalführungspositionen und die Welt zu gestalten, besser zu machen, das sind genau die Studierenden, die wir suchen. Also, was macht das Studium bei uns besonders? Ja, es ist ein Mix aus Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik. Es ist die Nähe zur Praxis und zur Wissenschaft zugleich. Es ist sehr viel Flexibilität, um ihr eigenes Profil zu entwickeln. Es ist die Horizonterweiterung durch Auslandssemester, ein oder zwei, und durch ein oder mehrere Praktika. Und am Ende sind es Sie selbst, weil Sie eben so viel Freiheit und Offenheit haben, dass wir Ihnen die Rahmenbedingungen bieten, in denen Sie dann das machen können, was Sie wirklich wollen. Von daher sind es dann am Ende auch Sie selbst, die das Studium für sich besonders machen. Also die Mathematik ist relativ ähnlich wie in den Wirtschaftswissenschaften. Die Mathematik, das ist hier in der Mitte sozusagen die Teil, das ist Wirtschaftsmathematik, Einführung, Datenanalyse und stichprobenbasierte Datenanalyse. Das sind die drei Veranstaltungen, je eine aus 5 in den ersten 3 Semestern. Also von daher Mathematik selbst nur relativ wenig, Statistik, Datenanalyse danach mehr. Das ist vom Schwierigkeitslevel relativ ähnlich wie in den allgemeinen Wirtschaftswissenschaften. Absolut. Also da erwarten wir überhaupt keine Voraussetzungen. Sie sehen es hier, dafür passt die Folie, die ich gerade aufgelegt habe, auch gut, dass wir eine Veranstaltung Programmierung anbieten. Das heißt, Sie kommen nicht umhin, auch mal mit Programmieren anzufangen, ein bisschen Softwarecode an der Stelle in Python zu schreiben, weil wir glauben, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man mal ein bisschen versteht, wie Programmierung funktioniert, damit man versteht, wie Computer funktionieren, damit man sich gut überlegen kann, wo und wie man sie einsetzen kann und was ihre Möglichkeiten und was ihre Grenzen sind. Aber wir wollen sie nicht zu Programmiererinnen und Programmierern ausbilden, sondern wir wollen ihnen nur ein Grundverständnis davon geben, wie Computer funktionieren und dafür ist sowas Angewandtes wie Programmierung eine gute Sache. Aber deswegen erwarten wir da auch keinerlei Voraussetzungen. Also Sie brauchen nicht schon mal programmiert haben, Sie müssen nicht in der Schule unbedingt schon eine Informatik gehabt haben oder ähnliches, sondern das geht vollkommen ohne. Das bringen wir Ihnen dann sehr gerne bei. Nein, also davon sollten Sie sich bitte auch nicht abschrecken lassen. Ich glaube schon, dass Sie feststellen werden, gerade wenn wir uns sowas anschauen wie die Veranstaltung ganz links unten, erstes Semester Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, dass jemand, der in der Oberstufe Wirtschaft hatte,
da vielleicht bei manchen Sachen etwas schneller sagt, ah ja, habe ich schon mal gehört, und dass sie da vielleicht irgendwie etwas mehr in dem Moment für sich Neues haben. Aber wir setzen an der Stelle nichts voraus, was sie schon irgendwie mitbringen müssen, sondern wir fangen quasi, was die Wirtschaft angeht, bei null an. Wenn sie eben noch nichts mitbringen aus der Oberstufe, dann ist die Lerngeschwindigkeit an der Stelle für sie etwas höher als für andere, ohne dass die anderen jetzt Sorgen haben sollten, dass sie sich da nur langweilen. Aber von daher lassen Sie sich dadurch bitte nicht abschrecken, sondern es fängt wirklich auf einem allgemeinverständlichen Level an. Und wenn Sie sich da ranhalten, wenn Sie, was ich aber insgesamt empfehlen würde, nicht nur bis zum Ende des Semesters warten, bis Sie dann irgendwie für die Klausuren lernen, sondern wenn Sie irgendwie während des Semesters sich mit den Sachen beschäftigen, und das helfen wir Ihnen natürlich über Übungen und Tutorien und so bei, dann sehe ich da überhaupt keine Probleme, dass Sie da mitkommen werden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, zugehört haben. Ich freue mich über Ihr Interesse. Ich freue mich noch mehr, wenn das Interesse sogar so groß ist, dass Sie dann sich bei uns bewerben und dann ab Herbst bei uns studieren.